Ich muss nur durch die Landing Phase kommen. Ich versuche einfach nicht zu inten. Das ist eine unglaublich gute Idee. Mein Rexer intet meine Lane komplett wegschmeißen. weg. Ja, aber Rexer ist dir. Ja, literally genauso stelle ich mir einen Dia4-Spieler vor. So und nicht anders. Nee. Ja, der flasht auf mich. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ne, das ist einfach nur lauter, ne? So. So ein Ramos-Gank ist unangenehm. Und gegen Volibear Landing ist eigentlich okay, oder? Ja, ja. Gott, oh Gott, das war knapp. Rexa ist your part. Nice. Ach ja. Die ganze Zeit hat er die Lane quasi gewonnen. Ein Gank mit Herald. Zack. 4 Tower Platings weg. Pfütze! Ja. Das war immenser Damage. Tut ihm nicht so richtig weh, aber. Mein Ziel ist ja auch nur nicht zu sterben. Aber hast du bis jetzt auch schon fast ziemlich gut gekriegt? Das war nur ein Ramos-Gank, gegen den ich nichts machen konnte. Ah, nice, Level Up, da gibt's dick Mana wieder. Du musst immer aufpassen, weil er kann, wenn du ihn stunst, kann er direkt wieder Q'en. Aber das Ding ist, für seinen zweiten Q habe ich ja dann mein Magic Shield. Ja, das stimmt. Oder den benutzt du ab und zu für den E. Meistens nicht. Das gilt den, glaube ich, nicht. Macht nicht viel Schaden. Oh oh! Ramos Gank, oder? Ja, rein. Oh! Er hat weggeflasht. Damn, Alter, wenn meine Ult durchgekommen wäre, hätte ich ihn in Tower Range gestunt. Das muss ultra knapp gewesen sein gerade. Jetzt gehe ich auf Demonic Embrace. Mhm. Interessant, oder? Mhm. Schade. Absolut nicht. Ich dachte, du interessierst dich für Sachen, die ich mache. Mhm. Absolut nicht. Absolut nicht. Was wird das hier? Guck mal, ich push einfach übel durch. Oh, ein bisschen Damage habe ich jetzt, siehst du das? 200. 250 habe ich ihm gezogen. Leider kostet halt jede Pfütze 130 Mana. Das ist echt viel. Ach nö. Oh Gott. Ramos Gangs kicken rein, bin ich ehrlich. Oh ne, du bist da gerade am Falten. Ich habe einen Haufen Ability Haste. Das ist kein Ding. 63, wie viel ist das? 39% auf Level 11. Ist das viel? Weiß ich nicht. Aua. Übel Damage kassiert hier. Tower Shots, Tower Shots. Oh Gott. Eilok hat er seinen sich nicht selbst geschildert damit. Hast du ihn 1 gegen 1 getötet? Ja, klar. Also 1 gegen 1 im Turm, oder? Ja, im Turm, ja, schon. Wann werde ich wieder Ah! Jetzt werde ich gegankt. Mehr CC! Oh mein Gott, ey. Oh, wir machen Baron. Oh, wir haben Baron. Gehen wir aber weiter unten lang, oder? Klar, na klar. Oh! Naja, jeder für sich. Hau rein. Hast echt lange überlebt. So, pass auf. Also bis hier sieht mein Itembild okay aus. Ja. Aber jetzt brauche ich halt Navuri Quick Blades, weil die 30 Ability Ace geben. Und das mag ein Item sein, das 60 AD und 20% Crit Chance gibt, ja? Aber das muss so in meinem Bild. Aber wenn du damit crittest, du könntest auch eigentlich Full Crit gehen und dann, wenn du damit crittest. Ich kann ja nicht Full Crit gehen, weil ich auf Ability Ace Items gehen muss. Why are you top? Ja, damit wir hier Türme nehmen können. Was ist das für eine Frage? Why are you dead? Auch noch dieses Meme-Dead, ja. Because you're top. Na, das halte ich für ein Gerücht. Ja.
Da haben wir nichts mit zu tun. Was ist er eigentlich? Hallo, wir müssen ihn machen. All in. Ja, machen wir auch. Gut. Oh. Oh. Jetzt bin ich geflasht. Das ist gut. Komm, wir warten hier. Komm, wir pushen weiter. Ja. Also Yumi und Vayne sind bot. Oh, hallo. Er kommt gleich wieder ein Ramos angefahren. Ich bin bereit. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich bereit bin. Oh! Hilfe! Hilfe! Jeder für sich wurde vorhin gesagt. Lüge! Okay, die haben geflasht, das war unfair. Ah! Aha! So, ich brauch das Support-Item. Wie viele habe ich denn schon geplaced? Erstmal kaufen und gucken. 8! Okay, nur noch 12 Wards. Das ist schwierig, ohne Support-Items 20 Stealth Wards zu setzen, bin ich ehrlich. Dann muss ich mit dem Ward-Item muss ich dann halt mein Bild finishen. Dann gibt's nochmal richtig dicke 40 Ability Haste am Ende. Pushen wir Bot? Klar. Sie immer noch ein Fragezeichen pinkt, so nachdem wir einen Inhib zu zweit geholt haben. Die sind super toxic. Echt so. Haben wir. Da ist noch eine Ahri. Ja. Oh. Kein Ding, ich hab nicht so viel Cooldown. Die Ahri wird komplett verprügelt! Ich trau's ihn! Oh, der hat mein... Oh, der hat das hat er gut gemacht. Der hat mein Bein geflasht. Naja, du machst das schon, ne? Also er ist tot. Ah, nee, er Triumph. Oh, ich lebe in 3, 2, 1. Dammit! Hilfe! Hier, ich hab ein Bein. Ich hoffe, Elikary ist tot. Hier, ich hab ein Bind. Oh. So, hab dich gesaved, lass mich in Ruhe jetzt. Ich hab den AD Carry gewonshottet. Ja, ich hab einen Red. I take it. Oh. Was denn? Aber doch, du bist. In dem Game. Alles gut. Oh oh. Q. Will he try again? Nein, er gibt auf. Okay, ich habe mein nächstes Item, Naovi Quickblade. Okay. Wir sind bei 123 Ability Haste. Wie cool Reduction ist das? Das sind tatsächlich 55%. Das Ding ist, ich würde mir als nächstes Black Cleaver holen. Ah. Oh, da ist jemand. Jeder für sich, oder? Ja. Also ich brauche jetzt noch Black Cleaver. Das gibt, glaube ich, als einziges Item 25 Ability Haste. Ja. Dann brauche ich noch das Ward-Item mit 40. Und dann könnte ich zum Schluss noch meine Schuhe verkaufen für Essence Reaver. Weil da habe ich dann... Da ist dann nämlich das zweite Crit-Item. Und ich krieg sogar mit Auto-Attacks mit dem Spellblade-Effekt Mana wieder. You were just bad. Auch so Dia 4-Spieler, die den Need haben, in Normal-Games andere Leute schlecht zu nennen. Das ist gar nichts, Rek'Sai, sorry. Ich stupp dich da drin. Doch, wollte schon meinen. Von wie lang? Sie war schon 8 Stunden weg und am Turm und sie ist trotzdem gestorben. Weil dein scheiß Damage over Time den Leandris-Effekt jedes Mal erneuert. Und Demonic Embrace. Und Demonic. Es geht jedes Mal wieder von vorne 4 Sekunden. 4 Minuten. Aber gefühlt sind es 4 Minuten. Ja, das ist leider meiner. Ah, dammit. Na gut, ich hab's nicht ganz auf Maximum Ability Haste geschafft. So. Das wäre drin gewesen. Am Ende kommt man auf 208 Ability Haste. Das entspricht einer Cooldown Reduction von 68%. Ui. Mein Q-Spell bindet 3 Sekunden und hat 3,25 Sekunden Cooldown.
Oha, also können sie noch wegkommen. Aber das Cooldown geht ja schon runter, während der Fußball fliegt. Und du kannst den W drunter setzen. Und ich kann sehr viele W-Spells drunter setzen. Ich meine wirklich sehr viele. Das ist schon... Das ist ein gutes Item-Bild. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ist nur leider bis Minute 40 useless.